Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 23. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Die indischen Astrologie berücksichtigt die Präzession. Andere Berechnung, andere Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich hier etwas erzähle über Sonne, Mond und Planeten, das anderes platzieren als in westlichen Astrologie. Es gibt diesen Unterschied. Und wenn er versucht, diese kosmische Energie, diese Information auf euren Alltag integrieren, dann empfehle ich euch, euren Geburtshoroskop umrechnen lassen auf indischen Astrologie, sonst bringt es nicht. Es kann passieren, dass jemand in Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist und nach indischen Berechnung ist es gar nicht Jungfrau, sondern das ist die Tierkreiszeichen Löwe. Wie ich schon sagte, es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Heute, am 23. Oktober, geht bei Sonnenaufgang die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Im selben Moment geht die Tierkreiszeichen Widder in Westhorizont nach unten. Die spiegeln etwas. In diesem Platz ist das Ich, die Persönlichkeit, auch das Aussehen und Auftreten, und in diesem Platz ist es du, Partner, Partnerin oder Partnerschaft. Sie spiegeln etwas. Jetzt ein Monat lang, solange bis Sonne noch in Tierkreiszeichen Waage ist, in diesem Platz herrscht Waage. Und gegenüber bei Partnerschaft herrscht die Tierkreiszeichen Widder. Wir können diese Energie vorteilhaft nutzen. Bei unserem Aussehen, bei unserer Persönlichkeit, bei unserem Auftreten unterstützt gerade die Waage. Besonders die Luftelemente wie Zwillinge und Wassermann und die Feuerelemente Löwe, Schütze, für die widerspiegelt es sowieso etwas, das muss für die Wiedergeborenen auch bewusst sein, darauf achten. Unterstützung bekommen die Nachbarn, Tierkreiszeichen, Jungfrau und Skorpion. Und eine gewisse Spannung verspüren sie dann, die Steinbockgeborenen und die Krebsgeborenen. Unsicherheit bei diesem persönlichen Auftreten oder bei Aussehen, eine gewisse Unsicherheit haben die Stiergeborenen und die Fischengeborenen. Das ist gerade der Einfluss. Aber die Tierkreiszeichen Waage erzählt für uns alle etwas, was wir vorteilhaft gerade nutzen können. Erstmal die Luftelement, die Leichtigkeit. Das wäre eine gute Energie zum Beispiel zum Abnehmen, gerade wenn es um unser Aussehen handelt. Oder mehr Leichtigkeit zeigen mit unserem Auftreten. Und bei Waage natürlich die Schönheit, ganz klar. Jetzt können wir verändern etwas an unserem Aussehen, neue Frisur oder andere Kleidung, einen anderen Auftreten, besonders die Damen, weil das ist schon eine weibliche Energie, über die Tierkreiszeichen Waage herrscht auch Venus. Und gegenüber hier, wo das Du ist, der Partnerschaft,
Hier wirkt die Tierkreiszeichen wieder. Das heißt, in diesem Monat ist viele Menschen haben einen Neuanfang in die liebe Partnerschaft, wieder symbolisiert Neuanfang oder eine Versöhnung, ein Neuanfang zum Starten. Und die Feuerelement, natürlich die Begeisterung, die Leidenschaft, manchmal Wut oder Aggression kann auch passieren, gerade bei Ehen oder Partnerschaft. Bei indischen Astrologie gibt es die Horoskopen zwei Formate, entweder rund oder viereckig. Ich bevorzuge immer die runde Format, das ist mir vertrauter, weil das kenne ich von westlichen Astrologie. Und bei diesem runden Format gibt im Horoskop einen tiefen Punkt. So hier in diesem Platz, wo die Tierkreiszeichen Steinbock ist. Und das ist für uns die Fundament, die Basis. Auf diesem Basis können wir bauen. Und genau das sollen wir Ziele setzen. Was wollen wir erreichen? Was wollen wir aufbauen? Welche Ziele haben wir? Da gerade die Basis. Das schaffen diese Fundament. Wir können jetzt gerade starten und vor allem, das sind keine Luftschlösser, sondern hier wirkt die Erdeelement und das ist die Realität. In diesem Platz finden wir auch zu uns selbst. Hier ist die Ruhe und hier liegt auch die Kraft, bedeutet auch unserem eigenen Zuhause. Und das brauchen wir gerade, weil das gibt uns die Stärke. Ganz oben sind die Ziele, was erreichbar ist, wo wir auch das in die Öffentlichkeit präsentieren, wo wir Lob und Anerkennung erhalten. In diesem Platz ist gerade Krebs und Wasserelement. Das Wasserelement zeigt, wir sollen intuitiv handeln. Wir sollen auf unseren Gefühlen vertrauen. Das ist der richtige Weg. Und die Tierkreiszeichen Krebs vermittelt uns etwas. Wenn wir da Erfolg erreichen möchten und Lob und Anerkennung, das braucht Zeit. Das muss noch reifen lassen. Ein bisschen Geduld. So kommen wir im Gleichgewicht. Auch mit den Elementen. Luftelement, Erdelement, Feuerelement, Wasserelement. Und die Tierkreiszeichen, wo hier in diesen Eckpunkten stehen, gehören sogar zu den kardinalen Tierkreiszeichen. Also ein starker, sehr starker Einfluss von Waage gehört zum kardinalen Tierkreiszeichen, herrscht über die Luftelement. Die Tierkreiszeichen wieder ist auch kardinal, herrscht über die Feuerelement. Steinbock gehört zum kardinalen Erdenelement und Krebs zum kardinalen Wasserelement. Krebs herrscht über die Elementgruppe Wasser. Und genau bei diesem wichtigen Lebenspunkt, Lebensereignisse, das Ich, die eigene Persönlichkeit, dann diese Basis, dieses Fundament, das eigene Zuhause und dann die liebe Partnerschaft, und unsere Ziele zu erreichen, diesen Erfolg zu haben, das sind sehr, sehr wichtige Themen. Und hier haben wir eine ganz starke Energie durch diese kardinalen Tierkreiszeichen. Es gibt auch andere Lebensbereiche, wie zum Beispiel Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Da wirkt jetzt in diesem Monat die Tierkreiszeichen Skorpio. Das ist Wasserelement, also Vertrauen an diesem Fluss, diesem Geldfluss, aber auch auf die Gefühle achten, wie Selbstwertgefühl. Sehr wichtige Botschaft, gerade von Tierkreiszeichen Skorpion. Dann etwas Neues entdecken in unserer vertrauten Umgebung und da die Kontakte pflegen, da kommt etwas in Bewegung durch die Schütze.
wenn das unserem Kinder geht oder unserem schöpferischen Kraft, unseren Ideen umsetzen im Tat, zwar spielerisch, das verdreht gerade die Tierkreiszeichen Wassermann und gibt dazu diese Luftelement, diese Leichtigkeit. Und unserem Alltag zu bewältigen, die Arbeit nachgehen, unseren Pflichten nachgehen und um unsere Gesundheit kümmern, das verdreht gerade die Tierkreiszeichen Fische. Und bei diesem Tierkreiszeichen Fischen, bei diesem Sternbild, gibt es zwei Fische. Astronomisch ist das die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch. Und das ist zwei verschiedenen Richtungen. Die eine ist das Vertrauen und Glauben an diese Vision und Traum, was wir erreichen wollen. Und loslassen, geschehen lassen, Vertrauen, das Fluss des Lebens, dieser großartige Glauben an uns selbst. All das, was wir erreichen wollen, auch Glauben an Gott. Und dann kommt das alles im Fluss und dieser Ruhe bleiben und intuitiv handeln. Das ist die Stärke, die Fischen geboren. Und hier ist auch die Reichtum verborgen, auch die inneren Reichtum. Die anderen Fisch, die andere Richtung ist die Angst. Angst und das blockiert. Und jetzt gerade die Tierkreiszeichen Fische vertritt die Gesundheitsthemen und es ist wichtig darauf achten, die Ängste loslassen. Und die Wandlung, die Transformation, etwas verändern und um die ämtlichen Sachen kümmern, das ist gerade die Thema, die Stiergeborenen. Und die Stiergeborenen haben einen Bezug zu Finanzen. Jetzt investieren, gut investieren, Entscheidungen treffen, das wäre auch eine gute Möglichkeit, zum Gewinn zu kommen. Große Reisen, größere Veränderungen und Erkenntnisse gewinnen, das ist gerade die Thema, die Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebs habe ich schon erwähnt, was die Freundschaften betrifft, Bekanntschaften, Freundschaften oder eine Gruppe von Menschen, von gleichgesinnten Menschen, das Organisieren oder Gründen oder da aktiv zu sein, etwas bewirken, das ist auch schöpferische Energie, das haben gerade die Löwen geboren. Und die tiefe Geheimnisse zum Erforschen und Geheimnisse zum Erfahren, das ist gerade die Thema bei der Jungfrau geboren. Oder hinter den Kulissen schauen. Diese Erkenntnisse haben zurzeit die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren. Und das bleibt jetzt einen Monat lang. Also so lange ist diese Verteilung, diese Unterteilung so lange, bis Sonne in Tierkreiszeichen Waage ist. Natürlich nach diesem indischen Berechnung. Und so platziert auch die Sonne hier im Tierkreiszeichen Waage, ist auch logisch, das ist Sonnenaufgang. Also hier bei aufsteigenden Tierkreiszeichen in Osthorizont. Mond befindet sich heute in Tierkreiszeichen Fischen und es ist hier. Das ist eine zunehmende Mondphase, wir nähern zum Vollmond. Mars befindet sich im Steinbock, das ist der Platz für Mars. Und Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Venus ist gerade rückläufig, befindet sich auch im Tierkreiszeichen Waage. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Saturn befindet sich im Schütze. Uranus bewegt sich rückläufig im Widder. Neptun befindet sich im Wassermann. Und Pluto im Schütze.
Hier im persönlichen Bereich haben wir nicht nur Sonne, was die Klarheit bringt, besonders bei den Wagengeborenen, sondern befindet sich hier auch Merkur und Venus. Und hier handelt es sich um Kommunikation und das Thema ist Liebe, Partnerschaft. Und bei diesem rückläufigen Venus sind es Kontakte von Vergangenheit. Diese Rückläufigkeit bedeutet oft, jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Oder die Vergangenheit wird nochmal angeschaut, das nochmal überprüft. Hier wird etwas bereinigt und kommt auch die Nachricht, kommt auch dieser klärende Gespräch. Diese Energie, einen klärenden Gespräch zu führen oder Kontakt mit jemand von Vergangenheit und Thema Liebe, Partnerschaft. Diese Energiefeld wirkt sehr gut für alle Luftelemente. Dazu gehört die Tierkreiszeichen Wassermann, dazu gehört die Tierkreiszeichen Zwillinge. Unterstützt die Feuerelement. Mit diesem Energie wirkt sehr gut bei den Schützengeborenen, wirkt sehr gut bei den Löwengeborenen. Bei Wiedergeborenen ist einzigartig, hier spiegelt etwas, aber unbeweglich. Die Bewegung sollen die Wiedergeborenen machen, nicht umsonst bekommen diese Spiegel. Das heißt, bei Sonnenenergie etwas klar und deutlich sehen, erkennen oder die Wahrheit vertreten, dann bei Merkur und Venus handelt es sich um Kommunikation und Liebe, Partnerschaft. Diese Energie macht ein bisschen unsicher, soll ich nicht, kommt was, ah, ich weiß nicht, fehlt die Klarheit, fehlt die Orientierung. Bei den Tierkreiszeichen Fischengeborenen und bei den Tierkreiszeichen Stiergeborenen. Und diese Energie, die Gespräche, die Kommunikation, die Liebe, die Wahrheit, die Klarheit, das blockiert ein bisschen die Steinbockgeborenen und die Krebsgeborenen. Ich würde gar nicht als Blockade bezeichnen, sondern hier kommt die Unklarheiten oder da sind Hindernisse, das sollte man bewältigen, kann auch bedeuten eine unangenehme Nachricht oder kann auch bedeuten, dass die Steinbockgeborenen und die Krebsgeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt nicht und da sind die Einschränkungen. Die Jupiter-Energie vermehrt etwas. Und das sind gerade die Finanzen. Diese Energie haben die Skorpiongeborenen. Diese Vermehrung des Geldes kann natürlich Gewinnchancen bedeuten. Immerhin ist Jupiter der große Glücksplanet. Aber es besteht auch manchmal die Neigung, etwas übertreiben. Zu viel Geld ausgeben, da sollen besonders die Skorpiongeborenen gerade achten. Diese Glück in Finanzen, diese Energie unterstützt alle Wasserelemente. Dazu gehören die Krebsgeborenen und die Fischengeborenen. Sie haben auch Gewinnchancen. Diese Glück in Finanzen unterstützt auch die Erdeelemente, dazu gehören die Steinbockgeborenen und die Jungfraugeborenen. Und für die Stiergeborenen spiegelt etwas. Das kommt nicht von alleine das Geld, sondern die Stiergeborenen sollen gerade darum kümmern, das in Ordnung zu bringen oder klären oder investieren. Oder wenn das um Gewinn geht, das riskieren auch. Diese Glück in Finanzen unterstützt auch
die benachbarte Tierkreiszeichen, und dazu gehören die Tierkreiszeichen Waage und die Tierkreiszeichen Schütze. Risiko in Finanzen, das haben die Zwillingsgeborenen und die Widdergeborenen. Und große Risiko oder sogar Verlust, das haben gerade die Wassermanngeborenen und die Löwengeborenen. Etwas loslassen, etwas beenden, von etwas trennen oder kündigen, das ist aber gleichzeitig die Befreiung. Da kommt dann die Stabilität und die Struktur. Das ist die Energie jetzt von den Tierkreiszeichen Schütze. Diese Energie unterstützt die Feuerelementen. Jetzt aufräumen, alles loslassen, trennen, kündigen, was im Weg steht. Kontakte oder Gewohnheiten oder Möbelstück, wie auch immer. Das, was wir, wovon wir verabschieden wollten, oder Gefühlen wie Angst oder Zweifel, diese loslassen und dann etwas befestigen, diese Energie unterstützt die Feuerelemente. Dazu gehören die Löwe und die Widder. Das ist eine gute Energie, etwas beenden, loslassen. Bekommt Unterstützung auch die Luftelemente. Dazu gehören die Waagegeborenen und die Wassermanngeborenen. Und dieses Thema, etwas loslassen, von etwas verabschieden, das spiegelt etwas für die Zwillingsgeborenen. Und sie sollen damit bewusst sein, was ist wichtig jetzt, wovon soll ich jetzt gerade verabschieden, damit ich die inneren Kraft habe. Und so kommt dann auch die Struktur und die Stabilität, auch innerlich im Gefühlszustand. Etwas jetzt kündigen oder von etwas verabschieden oder die Unsicherheit, soll ich nicht, diese Unsicherheit verspüren die Krebsgeborenen und die Stiergeborenen. Die Einschränkungen oder Traurigkeit, weil das vielleicht nicht von selbst kommt, diese Kündigung oder Trennung, sondern andere sprechen diese Kündigung oder Trennung aus. Diese Traurigkeit kann die Jungfraugeborenen und die Fischengeborenen gerade treffen oder die Angst davon. Natürlich ist es auch möglich, Angst von etwas trennen, loslassen, sondern die Jungfraugeborenen und die Fischengeborenen haben eher das Gefühl, sie wollen festhalten. Festhalten ist aber nicht vorteilhaft von all das, was eigentlich eher störend ist. Mars-Energie ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit dieser Mars-Energie können wir uns durchsetzen im Leben. Mars bedeutet aber auch eine männliche Person. Diese Mars-Energie wirkt von Tierkreiszeichen Steinbock. Diese Kraft, etwas bewältigen, sich durchsetzen, diese Kraft haben die Erdeelemente, die Steinbockgeborenen, die Jungfraugeborenen und die Stiergeborenen. Unterstützt die Wasserelemente, unterstützt die Skorpiongeborenen, die Fischengeborenen. Und wirkt anderes bei den Krebsgeborenen. Das spiegelt etwas. Das heißt, die Krebsgeborenen sollen ganz genau überlegen, wo setzen sie ihren Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann fühlen sie sich kraftlos, müde, erschöpft und kraftlos. Das kann auch eine männliche Person sein, wo hier etwas spiegelt. Und die Krebsgeborenen sollen die Kontakt aufnehmen zu dieser männlichen Person. Eine gewisse Unsicherheit. Soll ich in diese Richtung meine Kraft einsetzen? Kann ich mich überhaupt behaupten? Oder wenn das um männliche Person handelt, was will dieser Mann überhaupt? Diese Unsicherheit haben die Löwengeborenen und die Zwillingsgeborenen. Und kraftlos, müde oder Spannung mit einer männlichen Person, das erleben die Waagegeborenen und die Widdergeborenen.
Und diese Kraft unterstützt die benachbarten Tierkreiszeichen, die Schützengeborenen und die Wassermanngeborenen. Neptun ist etwas undurchschaubar, aber wunderbar. Das ist die Fantasie und die Träume und die Inspiration. Also Künstler können ohne Neptun gar nicht ihren Kunst verwirklichen, ihren Werke verwirklichen. Das wirkt gerade in Tierkreiszeichen Wassermann. Diese Träume, wer lebt diese Träume? Alle Luftelement unterstützt es. Und dazu gehören die Waagegeborenen und die Zwillingsgeborenen. Natürlich auch die Feuerelemente. Also diese Inspiration haben auch die Schützengeborenen und haben auch die Wiedergeborenen. Und das bewusst wahrnehmen, inspirieren lassen, auf die Träume hören, das sollen die Löwengeborenen tun. Und diese Neptun-Energie kann manchmal zu Täuschungen fühlen. Und diese Täuschung, dass Einflüsse kommen von außen und das sollen eher vorsichtig sein, die Stiergeborenen und auch die Skorpiongeborenen. Und eine gewisse Unsicherheit, kann ich da vertrauen oder ist das eine Täuschung? Diese Unsicherheit haben die Krebsgeborenen und die Jungfraugeborenen. Und diese Neptun-Energie gibt die inspirierende Kraft für die Träume, für die Steinbockgeborenen und für die Fischengeborenen. Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse sorgt Uranus in Tierkreiszeichen wieder. Uranus ist rückläufig, das kann jemand sein von Vergangenheit. Uranus ist astromedizinisch zu unserem Nervensystem zugeordnet. Wo hier eine gewisse Spannung haben in Nervosität haben durch diesen Uranus, weil plötzlich unerwartet kommt etwas und das bringt alles aus dem Gleichgewicht, das kann wirken bei den Krebsgeborenen und auch bei den Steinbockgeborenen. Alle anderen Tierkreiszeichen kommen klar mit dieser Uranus-Energie. Und jetzt sind wir bei Mond, was sehr wichtig ist, gerade bei Tagesereignissen, weil Mond wirkt auf unserem Alltag. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, wie ich gestern schon erwähnt habe. Mond hat einen engen Bezug zum Wasserelement, beeinflusst unsere Gefühle, unsere Intuition, auch unsere Träume. Und bei Fischen kommt das natürlich voll und ganz in Wirkung und das ist eine wunderbare Energie, wunderbare Mondenergie für die Skorpiongeborenen, für die Krebsgeborenen, aber auch für die Steinbockgeborenen und für die Stiergeborenen. Unterstützung bekommen die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen und Wassermanngeborenen, es ist alles ganz nah. Und spiegelt etwas dieser Mondenergie für die Jungfrau geboren. Das heißt Gleichgewicht, im inneren Gleichgewicht bleiben, nicht aus dem Ruhe kommen oder wenn da Einflüsse kommen von außen, immer die inneren Gleichgewicht, die Ruhe bewahren. Unsicherheit löst diese Mondenergie aus bei den Löwengeborenen und bei den Waagengeborenen. Und eine gewisse Nervosität oder Spannung verspüren dann die Schützengeborenen oder die Zwillingsgeborenen. Mond befindet sich heute in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Revati und das bedeutet Vollendung, etwas zum Ende bringen. Und bedeutet auch charismatische Ausstrahlung, Kreativität. Die positive, kreative Energie dieser Kraft ist heute sehr, sehr stark. Welche Verbindungen haben heute die Planeten? Das ist wie ein Netzwerk. Die kommunizieren miteinander. Und wie sprechen sie miteinander? Wie sieht es mit diesem Netzwerk aus? Mond steht in Verbindung zu Mars-Energie.
Und das ist sehr schön und sehr harmonisch. Das kann bedeuten, dass wir intuitiv handeln können und uns durchsetzen können, aber bedeutet auch eine männliche Person und bei Mondenergie die Gefühle. Das heißt, die Männer nehmen ihren Gefühlen bewusster wahr. Oder in die Liebe, Partnerschaft kommt etwas und das berührt das Herz, die Damen, weil endlich kommt mehr Offenheit von diesem Mann. Mond steht in Verbindung zum Merkur. Die Entfernung hier zwischen dem zwei Tierkreiszeichen ist keine Spannung, auch keine Harmonie, es ist etwas anderes. Hier kommt mehr die Luftelement, die Leichtigkeit, hier mehr die Gefühle. Das ist eine gewisse Mischung und diese Mischung sollen wir verspüren. Und es handelt sich bei Merkur-Energie um Kommunikation. Und bei dieser Verbindung zwischen Mond und Merkur heute sollen wir auf die Gefühle achten, nicht zu viel und nicht zu wenig. Wenn das zu emotional ist, dann kippt die Gleichgewicht. Wenn das zurückhaltend ist und keiner traut etwas sagen über die Gefühle, das ist auch nicht gut, weil das bremst auch etwas, sondern hier ist die Diplomatie gefragt und das ist ganz gut bei die Waagen. Energie können wir diplomatisch sein, also auf die Diplomatie achten. Und wenn wir die Gefühle betrachten, in diesem gesunden Maß bleiben, nicht zu viel und nicht zu wenig. Merkur steht auch eine sehr gute Verbindung zum Pluto und das bedeutet auch Macht. Also das heißt, wir können unsere Gefühle heute ganz gut beherrschen. Und hier in diesem Platz, wo auch um Gesundheit geht, das unterstützt natürlich auch die Heilung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich möchte noch etwas erwähnen. Ich habe 3 Aufnahmen gemacht. Einmal über duale Seelen und duale Seelenprozesse. Dann habe ich eine Aufnahme gemacht über Geld und Finanzen und habe ich eine Aufnahme gemacht über Karma und Karma auflösen. Es sind 3 Themen, 3 Videos und ich habe diese Aufnahmen bewusst nicht veröffentlicht. Aus dem Grund, weil das sollen nur diejenigen bekommen, die wirklich Interesse haben auf diesen Themen. Einmal Karma, Karma-Auflösung, dann Geld und Finanzen und dann Dualseelen und Dualseelenprozesse. Ihr bekommt diese Videos gratis. Fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail und ich schicke diese Video zu. Und diese Videos sind kostenlos. Mir ist wichtig, dass diejenigen bekommen, die da wirklich auf diesen Themen Interesse haben. Ernsthafte Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.